Hallo Leute, ja, jetzt mal wieder ein Origami-Video und zwar, ich möchte euch zeigen, wie ihr so Ornamente, wie schon in anderen Videos auf Hilfreich TV gezeigt, so kleine Ornamente. Dieses Mal ist es der Stern. Der Stern wird wieder aus der Grundform eines Katamarans gebildet. Katamaran falte ich hier eben. Der Link ist in der Videobeschreibung zu dem Video, wo ich erkläre, wie denn nun ganz genau ein Katamaran gefaltet wird. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr jetzt nicht mitkommt. Es gibt noch ein anderes Video, wo ich das zeige, wie man den baut. Ja, also, den Stern kann man gut verwenden. Man kann ihn gut zu der Weihnachtszeit verwenden, so auf Gestecken und sowas. Da kommt er ganz gut. Ja, aber sonst braucht man ihn nicht oft. Sonst die Weihnachtszeit so, kann man schön dekorieren damit. So, noch eben die Taschen hier rausziehen beim Katamaran. Ich zeige euch heute zwei Varianten des Sterns. Also, gut aufpassen. Aber ihr könnt euch das Video ja öfters angucken. Da gibt es ja gar keine Probleme mit. Wenn die Videos jetzt was kosten würden, dann... Nee. Zum Glück sind sie ja für euch kostenlos. Und ihr könnt euch das oft genug angucken. Also, wir fangen an. Nehmen uns hier einen dieser Laschen. Und klappen den von der Mitte aus nach unten und so zusammen. Nochmal, nehmen uns diese Lasche auseinander und so auf den Boden. Genau, so. Weiter und jetzt noch der letzte. So. Ich mach das jetzt eben noch fertig. So. So sollte das dann aussehen. Gut, jetzt falten wir solche falsch herum oder richtig herum Schultüten, indem wir diese Ecke in die Mitte falten. Also so, ich hoffe ihr seht das, so hier in die Mitte, dass es dann so aussieht. So und noch einmal so und einmal so und so. Und das macht ihr alles auf allen vier Seiten, bis ihr dann so ein Schultütensternmuster nach außen habt. So. Jetzt habt ihr so ein Schultütenmuster. So. Jetzt fange ich schon mal mit der ersten Variante an. Es leuchtet auch ein. Wir machen hier, knicken wir hier solche kleinen Teile ab. Aber machen sie gleich auch wieder dahin. Also nicht verzagen. Ne? So, wo, so. Und jetzt aufklappen, diese Dinger. Und dann haben wir hier vorne so eine kleine Spitze. Die nehmen wir uns hier einmal hoch. So. Und schlagen die einmal so an der gefalteten Linie, die wir gerade eben gefaltet haben, um. So dass sich hier so ein kleiner, schöner Diamantzacken-Dings bildet. So. Das machen wir jetzt mit allen Seiten eben. Dauert nicht lang. So. Man sollte sich aber Zeit dabei lassen. Nicht so wie ich. Hetzen, hetzen, hetzen. Aber nee. Ich hätte es ja nicht wirklich, aber ich versuche halt, euch das zu erklären und nicht dabei zu langweilen. Also ich versuche relativ schnell zu falten. So, dann habt ihr hier euren kleinen Stern und jetzt kann man, oder machen, kann man das machen. So ist, wäre er schon ein Stern. Ach, dann zeige ich euch ja drei Möglichkeiten. Dann könnte man aber auch noch
hier diese Vierecke nach außen falten, also diese Spitzen nach außen falten, und dann hätte man, also die hier faltet man nach außen, so, und den letzten nach außen, dann hätte man so einen Stern. Da könnte man auch wieder ein Foto reinmachen. Wie schon bei dem Medaillon. Link in der Videobeschreibung. So, jetzt nehme ich mir den nächsten Katamaran und mache daraus wieder unsere Grundform mit diesen Laschen. So. So. Und hier. So, jetzt haben wir wieder unsere Grundform. Dann machen wir einfach wieder das Gleiche. Hier in die Mitte falten. Wir machen wieder die gleichen Schultüten. Und so und so. Ich hoffe, ihr versteht das. So Schultüten. Ich sag dazu immer Schultüten oder Drachen. Hier dieses in die Mitte falten. So. Okay. Ich sollte bald. Beim nächsten Video verwende ich eine andere Kameraansicht. Die ist doch ein bisschen schwierig. Also, freut euch auf das nächste Video. So, jetzt habe ich hier so wieder unsere Schultütenform. Dann machen wir das gleiche wieder mit den nach außen Falten. Ich überspringe die Stufe, also den Schritt einmal mit den Dinger nach hinten falten. Das braucht man nicht, das dient nur als Hilfe. Wer es auch ohne kann, kann es auch ohne machen. Das dient nur als Hilfe. So. Schön hier falten. Naja, schön ist was anderes. So. So, und jetzt noch der letzte auseinander und rüber. Und hier. So, jetzt habe ich wieder unser Standard-Sternmuster. Aber jetzt drehen wir das Ganze einmal um und falten die Sterne so einfach mal nach innen. Und dann falte ich diese Sterne einfach mal so nach außen. Also so. Und hier mache ich das gleiche noch einmal. So. Und hier so nach außen. Und das hier noch einmal. Ihr solltet euch da wirklich bei Zeit lassen mit dem Falten. Sonst sieht das am Ende nicht so genial aus. So. Und das sieht dann so in etwa aus. Da könnt ihr dann auch ein Bild reinmachen. Aber ich finde allerdings das hier viel schöner, da es größer und offener ist. Und das hier ist so ein bisschen, naja. Gut. Danke fürs Zuschauen. Meine anderen Videos sind auf dem Kanal von Hilfreich TV oder in der Videobeschreibung verlinkt. Die Grundformen Katamaran und Doppelspitze sind unten verlinkt und auf dem Kanal. Und die anderen Ornamentvideos sind auch verlinkt und auf dem Kanal. Gut, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.